Eine Verschärfung der Zwangausübung laut Bidermans Messskala der Zwang- und Gewaltausübung im militärischen Kontext ist folgend auf die Isolation, die Sanktion oder Bestrafung. Die Bestrafung insbesondere von freiheitlichen oder widerständigen Verhaltensweisen ist die Folge oder die Eskalationsstufe nach einem extremen Isolationsmodus. Hierbei gibt es verschiedene psychologische Terrormaßnahmen wie physische Isolation, Dunkelheit oder blendendes Licht, Einschränkung der Bewegung, eintönige Ernährung, Degradierung und Erniedrigung, Anstrengungen auch der Suggestion, die dazu führen, dass der Widerstand als sehr viel anstrengender als die Compliance, der Konsensus und die Übereinstimmung empfunden werden. Bedürfnisse, die auf den absoluten Primärlevel zurückgefahren werden, Verletzung persönlicher Hygiene oder Verhinderung persönlicher Hygiene. Der Mensch wird gleichsam auf den Status des reinen Lebens, des bloßen Lebens, wie bei Giorgio Agamben, des Opferdaseins degradiert. Eine weitere Steigerung dieser Sanktionen für nicht übereinstimmendes Verhalten oder Freiheitsbestrebungen sind erniedrigende Bestrafungen, Beleidigungen und Neckereien, die das Opfer in seiner Würde verletzen. Die Privatsphäre wird komplett ausgeschaltet und unmöglich gemacht. Das Opfer wird bis zur Erschöpfung gequält. Das führt im Effekt dazu, dass die mentalen und auch körperlichen Möglichkeiten, Widerstand zu leisten, geschwächt werden. Hungern lassen, Schlafdeprivation, verlängerte und oft auch sinnlose Befragungen, Drohungen, exakte, konkrete und auch vage Drohungen. Somit soll ein Klima der Angst und Verzweiflung erzeugt werden. Die Gefahren und Risiken der Nicht-Compliance, der Nicht-Übereinstimmung werden mit den dunkelsten Farben gezeichnet. Es geht bis hin zu Todesdrohungen, Drohungen, alleingelassen, ausgeschlossen zu werden, Drohungen gegen die Familien, vage Drohungen, die das Opfer in einem ständigen Zustand der Unsicherheit leben lassen. All dies führt dazu, dass Überisolation und Extremform von Isolation, extremen persönlichen Confinement, eingeschlossen sein, die Sanktionen bis hin zu den erniedrigenden Bestrafungen tatsächlich auch den geistigen Zustand des Opfers so weit schwächen, dass es kaum noch Widerstand leisten kann. Sanktionen sind ein wesentliches Merkmal auf dem Biderman Chart of Coercion. Bidermans Messskala von Zwang und Gewalt zeigt in verschiedenen sukzessive aufeinander aufbauenden Schritten, wie Opfer in seinem Forschungskontext Militäropfer, politische Gefangene, Kriegsgefangene systematisch gequält werden, bis ihr Wille gebrochen ist und ihr Widerspruchsgeist praktisch nicht mehr vorhanden ist. Bidermans Forschung zeigt, dass neben Isolation und den gewollten psychologischen Effekten der Isolation, namentlich der Außenreizverarmung, der Übernahme der Wahrnehmung des Täters Wahrnehmung gilt dem Opfer als die Wahrheit, bis hin zu einer Einübung in gelernte Ohnmacht, die sich dadurch rekrutiert, dass der Täter oder das Täterkollektiv schrankenlos Gewalt ausüben kann und den Aktionsradius des Opfers immer weiter einzuschränken vermag, bis das Opfer schlussendlich gleichsam überall an unsichtbare Wände stößt und sich in Passivität zurückzieht, weil es glaubt, nichts mehr erreichen zu können. Der Effekt der psychologischen Debilitierung durch Isolation
wird laut Biderman noch zusätzlich verstärkt durch die weitere folgende Stufe der Zwangsausübung, die Sanktion. Die Sanktion ist die Bestrafung. Bestrafung insbesondere auch, wenn sie willkürlich ist, ungerecht, unverhältnismäßig oder all das zusammen, ist eine extreme Form der Gewalt- und Machtausübung. Um mit Lenin zu sprechen, wer wen? Sanktion, Bestrafungsgewalt zeigt, wer wirklich Macht über den anderen hat. Durch Strafmanöver stellt sich der Täter oder das Täterkollektiv in eine gleichsam unangreifbare Position. Er oder es kann Gewalt ausüben, schrankenloser Art, ohne selbst kontrolliert zu werden, während das Opfer sich immer schwächer und gedemütigter fühlt. Diese asymmetrische Kriegsführung, um mit Herfried Münkler zu sprechen, die totale Auslieferung des Opfers, welches Sanktionen erlebt, meist für ein freiheitliches Verhalten, und auf der anderen Seite die extreme Übermacht des Täters, die selbst durch nichts in die Schranken gewiesen wird, erzeugt beim Opfer über kurze Zeit bereits eine Form der Einübung eigener Schwäche und Ohnmachtsempfindung. In der Psychologie nennt man den Effekt auch die erlernte Ohnmacht. Nicht nur die aktuelle Ohnmacht in der Situation der Isolation und der Bestrafung im Moment des Ausgeliefertseins und des Erduldens schlimmer Sanktionen ist für das Opfer psychisch prägend, sondern der Effekt wird über diese Momente hinaus bewahrt, gleichsam verinnerlicht, und das Opfer bildet ein sogenanntes Introjekt. Es entwickelt also die Einstellung und übernimmt vom Täter gleichsam den toxischen Köder der eigenen Ohnmacht, dass es nichts auszurichten hat und dass alle Sanktionen nicht nur vollkommen wehrlos hinzunehmen sind, sondern möglicherweise sogar eine Rechtfertigung finden. Sanktionen, gerade auch grausamer und unverhältnismäßiger Art, demütigende, beleidigende, körperlich verletzende Sanktionen sind für das Opfer zugleich eine Manifestation der eigenen, nicht nur situativen, sondern totalen Unterlegenheit. Und dieser psychologische Effekt ist laut Biderman gewollt. Vergleichen wir nun die willkürliche und massive Sanktionszufügung in Bidermans Chart of Coercion mit Gewaltstrategien, wie wir sie bei Giorgio Agamben und Jan-Philipp Riemsma beschrieben finden, dann sehen wir große Übereinstimmungen. Für Agamben ist der Homo Sacer der rechtlose Mensch per se. Er ist der Mensch, der seiner Bürgerrechte beraubt ist und gleichsam als bloßes Leben, als nackte Existenz sein Dasein fristet, ohne jedoch bürgerschaftliche und politische, demokratische Rechte zur Mitgestaltung seiner Lebenswelt zu besitzen. Der Homo Sacer ist das personifizierte Opfer, das auf die reine physiologische Existenz hin degradierte Sein, welchem die menschlichen Geltungssphären von Kunst, Wissenschaft, Politik oder auch zivilen Miteinander auf Augenhöhe komplett fehlen. Der Homo Sacer wird auch permanent irgendwelchen ungerechtfertigten Sanktionen ausgeliefert. In Giorgio Agambens Denkwelt gibt es als Gegenfigur zum Homo Sacer den allmächtigen, gleichsam übermenschlich inszenierten Souverän. Der Souverän darf jede Form von Gewalt ausüben, darf Rechte vergeben und Rechte nehmen. Er ist das Gesetz, während der Homo Sacer diesem Souverän komplett ausgeliefert ist, chancenlos. Für Jan-Philipp Riemsma gibt es in seiner Gewaltforschung Vertrauen und Gewalt die drei Gewaltarten losierende, raptive und autotelische Gewalt. Die Sanktionen vergebende Gewalt wäre mit der raptiven Gewalt zu vergleichen. Die losierende Gewalt schränkt den Körper im Raum ein. Das wäre die isolierende Gewalt bei Biderman und auch bei Agamben. Bei Riemsma ist die raptive Gewalt vergleichbar mit dieser
strafenden Gewalt. Zwar definiert er raptive Gewalt als sexualisierte oder sexuelle Gewalt, als Vergewaltigungsgewalt. Da lehnt er sich an einen noch viel älteren Kanon an bei Walter Benjamin. Walter Benjamin hat bereits den Begriff der raptiven Gewalt benutzt, und zwar in seinem Werk Zur Kritik der Gewalt von 1918. Da beschreibt er aber raptive Gewalt als Kriegsgewalt. Und Reemtsma deutet diesen Terminus raptive Gewalt, Kriegsgewalt um dahingehend, dass es nicht um die feindliche Übernahme eines Landes geht, sondern um die feindliche Übernahme eines Körpers. Raptive Gewalt, also als die grenzüberschreitende Gewalt, die Staatsgrenzen oder Körpergrenzen überschreitet. Ich würde noch weitergehen und sagen, raptive Gewalt ist grenzübergreifende und grenzverletzende Gewalt per se. Das kann auch im psychischen und emotionalen Sinne grenzüberschreitend sein. Entscheidend bei der raptiven Gewalt ist, dass Körpergrenzen, seelische oder emotionale Grenzen oder auch Grenzen politischer Teilhabe überschritten werden. Dass insofern Menschen ihre Rechte auf Unversehrtheit, auf Partizipation, auf soziale Geltung beraubt werden. Und im Begriff berauben, rauben ist das Raptive bereits enthalten. Rappere auf Latein heißt rauben. Ich würde also sagen, raptive Gewalt ist jede Form von Gewalt, die grenzüberschreitend ist, im tatsächlichen oder im übertragenen Sinne. Und als eine solche grenzüberschreitende Gewalt ist es zugleich auch äquivalent zu dieser strafsetzenden, der sanktionierenden Gewalt. Wir haben hier mit Biderman, Agamben und Reemtsma im Zusammendenken des Sanktionierens eine extreme Machtasymmetrie zwischen dem, der straft und dem, der gestraft wird, und ein übergeordnetes Ziel. Denn es werden hiermit nicht nur Taten gesetzt bzw. Taten bestraft, sondern entscheidend ist der psychologische Effekt beim Opfer. Das Opfer soll gleichsam die Allmacht des Täters, die sich auch entsprechend inszeniert, verinnerlichen und seine eigene grundsätzliche Unterlegenheit für sich als eine Wahrheit annehmen. Durch die willkürliche Strafgewalt, die für Biderman ein Mittel der Folter ist, werden beim Opfer Ohnmachtsintrojekte ausgelöst. Für Agamben wird hier gleichsam ein Menschentypus gestaltet, der immer Opfer ist, nicht nur in einer Situation. Und für Reemtsma wird hier ganz klar schon die nächste Eskalationsstufe vorbereitet.